Nach 6 Stunden, 34 Minuten und 6,3 Sekunden überfuhr ein Porsche 908 die Ziellinie mit einem Rekordschnitt von knapp 153 Kilometern pro Stunde. Am Steuer hatten sich der Schweizer Jusifer und der Engländer Rick Elford abgelöst. Georg Bolinder, Redakteur von Automotor und Sport, sprach anschließend mit den Siegern. Herr Siefert, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Erfolg beim 1000-Kilometer-Rennen. Es war der erste Sieg des Porsche 908, des schnellsten Porsche, der je gebaut wurde. Beim 1000-Kilometer-Rennen in Monza hatte dieses Fahrzeug einige Schäden. War nun beim 1000-Kilometer bei uns auf dem Nürburgring dieses Auto als Hitzauto gedacht oder hatte man von vornherein damit gerechnet, dass es zum Sieg kommen könne? Das Thema vielleicht genau, dass er sich vorgestellt hat, dass er der Herzwagen für mich war, das ein Wagen, mit dem ich ankommen wollte. Da wir in Monza viel gelernt haben und die haben volles Zuvertrauen gehabt vom Anfang weg. Herr Siefert, wer waren Ihre stärksten Gegner und hatten Sie Nachteile dadurch, dass Ihr 908 mehr verbraucht als der 2,2 Liter von Hermann und Stommel? Ja, das war Stommel und Hermann, denn die hatten einen Tankstopp weniger zu absolvieren und auch Jacques mit seinem Bauch, das waren die zwei großen Gegner. Damit, nach drei Siegen und einer Niederlage, stehen die Chancen für Porsche und Sie ja sehr gut, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ja, die Chancen stehen ganz gut. Nach diesem Lauf haben wir noch die als einzige Gegner die Ford GT40, Jacques X und Hobbs und Redmond. Herr Elfert, herzlichen Glückwunsch zum 7000-Kilometer-Rennen. Sie sind als reiner Rallye-Spezialist zu Porsche gekommen. Und inzwischen ist aus Ihnen einer der besten Allround-Fahrer der Welt geworden. Empfanden Sie es als schwierig, sich vom Rallye-Stil auf die exaktere Fahrweise in den Prototypen und Formel-1-Wagen und dahin ziehen ja Ihre Pläne umzustellen? No, I didn't find it.